Mein Name ist Christoph Werner von der Firma Madman. Wahrscheinlich auch so ein bisschen bunter Vogel in dieser Runde. Ja, da ich eben nicht aus dem Joomla-Umfeld komme, sondern eben aus dem Bereich der Suchmaschinenoptimierung. Aber ich denke, da sind auch ein paar spannende Infos für Sie dabei oder für euch, wie ihr für eure Projekte, für eure Webseiten Backlinks aufbauen könnt und eure Rankings bei Google entsprechend verbessern könnt. Ganz kurz, wenn ihr Folien haben wollt, könnt ihr mir einfach eine kurze Mail schreiben, dann schicke ich euch die zu. Das heißt, ihr müsst nicht alles mitschreiben, sondern könnt ihr schön aufpassen. Und generell, wenn ihr Fragen habt, fragt einfach rein, wir sind eine überschaubare Runde und dann passt das soweit. Grobe Agenda, wir müssen erstmal anschauen, was ist eigentlich ein Backlink und insbesondere, was ist ein guter Backlink, was ist ein schlechter Backlink. Wir müssen mal herausfinden, welche Bedeutung haben Backlinks eigentlich überhaupt noch in der SEO. Dann müssen wir uns auf jeden Fall das Thema Spam anschauen. Ist auch durchaus mal ganz spannend. Ja, und dann mal die Möglichkeiten, wie man denn gute Backlinks erzielen kann. Ja, was ist ein Backlink überhaupt? Ja, ist einfach erklärt, ein Backlink ist eine Verlinkung einer externen Seite auf eure Seite oder eben die Seite eures Kunden. Und ja, was macht Google mit Backlinks? Ja, Google folgt diesen Links erstmal. Das heißt, wenn Google einen Link entdeckt, dann folgt Google eben diesem Link, schaut, was verbirgt sich dahinter und entdeckt so neue Inhalte im Internet. Das heißt, wenn ihr eine Webseite habt, die keinen Backlink hat, dann wird es schwer, überhaupt irgendwie bei Google gefunden zu werden. Schlicht und einfach, weil Google eure Seite nicht kennt. Es gibt eine kleine Ausnahme, die Google Search Konsole. Über die kann man auch die eigene Webseite bei Google anmelden, sagen, hallo, hier bin ich. Man kann auch eine Sitemap hinterlegen, aber abgesehen davon braucht es immer in irgendeiner Form eine Verlinkung, damit ihr im Netz gefunden werdet. Ja, wie sieht es aus mit der Bedeutung von Backlinks? Das ist mal so eine grobe Schätzung, wie es vor vielen Jahren ausgesehen hat. Ja, man könnte sagen, bis in den Anfangszeiten der Suchmaschinen, da hatten Backlinks eine sehr, sehr große Bedeutung. Schlicht und einfach, die Möglichkeiten, die Suchmaschinen hatten, waren noch nicht so ausgeprägt, wie wir es heute haben. Und da war eben das Thema Backlinks ein Kriterium, an der sich eine Suchmaschine sehr gut orientieren konnte. Mittlerweile hat sich das Ganze ein bisschen gewandelt. Wir gehen davon aus, muss man immer dazu sagen, dass Backlinks vielleicht in der Gesamtbewertung einer Webseite noch eine Bedeutung von um die 20% haben. Warum sage ich, wir gehen davon aus? Schlicht und einfach, wenn wir jetzt von Google reden, der Google-Algorithmus ist ein hochkomplexes Gebilde, was wahrscheinlich nicht mal der einzelne Google-Mitarbeiter überhaupt noch irgendwo reißen kann, was da eigentlich wirklich passiert. Und das ist immer so ein bisschen die Krux an der SEO. Das ist keine Raketenwissenschaft, wo wir genau sagen können, mach A und dann kommt B raus. Das ist immer ja, sehr viel Erfahrung, sehr viel Ausprobieren und dann kann man versuchen, daraus Schlüsse zu ziehen. Ja, warum brauchen wir Backlinks? Wie ich schon gesagt habe, überhaupt mal, um von Google an sich überhaupt gefunden zu werden und von Google entsprechend positiv bewertet zu werden. Das heißt, ein Backlink von einer seriösen, starken Seite ist auch ein gutes Signal an die Suchmaschine, dass die verlinkte Seite auch entsprechend seriös und gut ist. Dann natürlich, wenn wir von Traffic-starken Seiten Backlinks bekommen, bekommen wir darüber natürlich auch direkt User auf unsere Seite. Das ist, was wir in der Regel natürlich auch mit einer Webseite in irgendeiner Form erreichen wollen. Dann können wir generell auch die Bekanntheit erhöhen von unserem Projekt. Das heißt, wenn man als User eine bestimmte Seite mehrfach irgendwie von anderen Seiten verlinkt findet, dann merkt man sich das vielleicht ein bisschen, es kommt bekannt vor, man würde so einem Link vielleicht eher vertrauen, eher folgen als irgendwas, was man noch überhaupt nicht kennt. Die Absprungrate kann auch ein Thema sein, was wir mit Backlinks potenziell etwas verringern können. In der Form, wenn wir von seriösen, guten Seiten verlinken, dann können wir auch davon ausgehen, dass die Leute, die diesen Links folgen, ja auch am Thema interessiert sind und dann auch auf unserer Seite vielleicht länger bleiben als irgendein wilder Zufallstreffer.
Ja, und man kann natürlich auch Beziehungen in irgendeiner Form verbessern zu Kunden, Lieferanten etc. Da kommen wir später nochmal mit hinzu. Das heißt, wir haben schon mal gelernt, Backlinks sind immer noch eine wichtige Geschichte. Jetzt ist die Frage, wie kommen wir an Backlinks? Eine schöne Möglichkeit, habe ich hier mal gescreenshottet von Fiverr. Kennt ihr vielleicht so eine Plattform, wo man relativ für schlankes Geld diverse Dienstleistungen einkaufen kann? Und ich habe einfach mal Backlink eingegeben, die Suchmaske, und das sind so die ersten Treffer. Und wenn wir uns so anschauen, was sehen wir? Die Preise sehen sehr überschaubar aus. Hier 20, 30, 40 Euro, ein paar ein bisschen teurer. Die alle versprechen hier viele tolle Links zu generieren. Also man könnte Links auch einkaufen. Sollte man in der Praxis natürlich nicht machen. Ihr könnt schon so grob ahnen an meinen Ausführungen. Denn Google mag sowas überhaupt nicht, wenn man Links einkauft, weil das in überwiegenden Zahl der Fälle Spam ist. Und Spam ist natürlich immer problematisch. Ja, Google hat seine eigenen Richtlinien, habe ich hier auch mal verlinkt. Das ist ein relativ langes Dokument, in dem Google ausführt, unter welchen Bedingungen Links okay sind, unter welchen Bedingungen eben auch nicht. Und da sind wir auch schon ein bisschen bei dem Thema Risiken von Backlinks. Das heißt, wenn wir sehr viele schlechte Links haben oder gar Spam-Links in großer Masse einkaufen, dann haben wir ein nicht unerhebliches Risiko, dass Google die ganze Geschichte abstraft und die eigene Webseite entweder schlechter oder gar nicht mehr rankt. Kann also ein ziemlich großer Schaden sein. Das heißt, da muss man immer gut abwägen, in welche Richtung wenn man sich bewegt, wenn man eben Links versucht zu generieren. Ja, was ist eigentlich Spam? Hier sind mal so ein paar Punkte, die darauf hindeuten können, was Spam überhaupt ist. Generell sagt Google, immer wenn Geld fließt, ist es eigentlich ein Verstoß gegen Richtlinien. Natürlich, wenn wir jetzt irgendwie von Seiten Backlinks kriegen, die mit unserem Thema nichts zu tun haben, ist es auch immer ein bisschen dubios. Normalerweise würde man eben Links bekommen von Seiten, die thematisch zumindest mal in irgendeiner Form verwandt sind. Das heißt, wenn ihr Programmierer seid, dann ist es natürlich, wenn ein Link vielleicht aus einem Programmierforum kommt, aber nicht aus irgendeinem Katzenforum, wäre ein bisschen komisch. Das würde sich auch Google entsprechend anschauen. Dann haben wir noch die Thematik Linknetzwerke, also wo man sich auch wieder für schlankes Geld einkaufen kann und die auch wieder versprechen, bekommt ganz viele Links von uns. Dafür müsst ihr uns zurückverlinken. Ist auch alles mit ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Ja, auch wenn man Links sehr einfach bekommen kann, muss es nicht immer ein schlechter Link sein, natürlich, aber ist zumindest ein bisschen Indiz, dass der Link nicht so wertvoll sein kann. Und das ganze Thema Bad Neighborhood, also schlechte Nachbarschaft, ist auch so eine Geschichte. Das heißt, wenn ihr jetzt irgendeinen Link von einer, nennen wir es mal, unseriösen Schweinekram-Seite bekommt, ist es auch ein Backlink und die Seite hat vielleicht viele Besucher, aber das Thema ist halt nicht so seriös und es kann auf eure Seite entsprechend abfärben. Beim Thema Link für Geld geflossen, wird sich der eine oder andere vielleicht gefragt haben, ja, aber es gibt doch auch Werbung im Netz, das muss doch irgendwie erlaubt sein. Und ja, da gibt es auch Möglichkeiten, die Google eingeräumt hat, und zwar über verschiedene Link-Attribute. Habt ihr vielleicht auch schon mal gehört, NoFollow zum Beispiel als Link-Attribut. Das besagt im Endeffekt, liebe Suchmaschine, das ist ein Link, aber diesem Link sollst du nicht folgen. Und dadurch kann man diese Thematik der eingekauften Links letztendlich umgehen. Und Google hat noch weitere Attribute eingeführt, Sponsored und UGC, also Abkürzung für User Generated Content, wo man auch nochmal Verlinkungen auf externe Inhalte nochmal speziell kennzeichnen kann, um Google nochmal spezifischer zu sagen, hey, das ist ein gesponserter Link eben, da kriege ich Geld dafür, oder das ist ein Link, den meine User vielleicht potenziell erzeugt haben. Technisch betrachtet am Ende ist es gleichbedeutend mit NoFollow. Das heißt, in allen diesen drei Fällen sagt man Google, dieser Link, den brauchst du nicht folgen, den brauchst du nicht bewerten, der ist in irgendeiner Form eben gekauft oder ähnliches. Die Frage stellt sich jetzt natürlich, ist ein No-Follow-Link deswegen wertlos? Ja, das ist in der SEO-Szene durchaus diskutiert. Ich habe ja mal so einen Satz von Google mit reingeschrieben, wo Google sagt, im Allgemeinen folgen wir No-Follow-Links nicht.
Und das haben sie extra nochmal vorgehoben. Das heißt, wir können schon davon ausgehen, dass sich Google durchaus auch nur Follow-Links anschaut. Das heißt, auch solche Links können einen gewissen Wert haben. Und was natürlich auch noch ein Punkt ist, wir müssen auch immer unser gesamtes Linkprofil anschauen. Und dieses Linkprofil sollte natürlich sein. Und ein natürliches Linkprofil hat ganz automatisch auch No-Follow-Links, eben auch schwache Links und ähnliches. Wenn wir jetzt nur Links von sehr starken Seiten hätten, aber keine schwachen Links, keine No-Follow-Links, dann wäre das irgendwie unnatürlich und das ist auch schon ein gewisses Risiko, dass Google das eben am Ende abstraft. Genau. Links zu bewerten ist nicht ganz trivial. Man kann das natürlich manuell machen, weil immer die Frage ist, ich weiß ja gar nicht, woher ich überhaupt Links habe. Ich habe hier mal einen Screenshot mitgebracht von einem Tool, das heißt Link Research Tools, das versucht Backlinks zu ermitteln und nach bestimmten Kriterien zu bewerten. Und wir sehen hier im oberen Bereich, sagt uns dieses Tool, wir haben ein hohes Link-Detox-Risiko, was übersetzt heißt, du hast ein relativ schlechtes Link-Profil mit sehr vielen eher dubiosen, kritischen Links. Das sollte man sich mal anschauen. Und wenn man drunter sich die einzelnen Geschichten anschaut, ja, behaartfrau.com fand ich irgendwie ganz amüsant. Da kann man jetzt mal grob erahnen, dass das jetzt unbedingt eine seriöse Quelle ist. Ihr habt das drüber geschrieben. Der Kunde hier war ein mittelständischer Maschinenbauer. Ja, das passt natürlich einfach nicht. Und da kann man davon ausgehen, dass dieser Link ja auf jeden Fall nicht sonderlich hilfreich ist. Was machen wir jetzt? Jetzt haben wir zwei Möglichkeiten oder drei Sachen. Wir können es ignorieren und können hoffen, dass es gut geht. Ist natürlich immer ein bisschen riskant. Option 2 wäre, den Betreiber der Seite irgendwie zu versuchen zu kontaktieren und zu bitten, den Link runterzunehmen. Kann man sich vorstellen, dass es eher müßig ist und nicht sonderlich von Erfolg gekrönt. Und deshalb hat Google uns auch ein Tool gegeben, das sogenannte Disavow-Tool. Darüber kann man Google Links mitteilen, die Google nicht mehr berücksichtigen soll. Muss man natürlich auch wissen, was man tut, nicht mal so versehentlich dann auch die guten Links entwertet. Aber zumindest die Beispiele, die ich gezeigt hatte, sind ja recht eindeutig, dass es keine seriösen Links sind. Die können wir auch ziemlich gefahrlos entwerten, dann haben wir ja auch keine Gefahr mehr, dass Google uns in irgendeiner Form abstraft. Was auch immer häufig als Frage kommt, wie ist es denn eigentlich, wenn ich ein oder zwei schlechte Links habe, ist es denn schon gefährlich? Und ich habe hier mal einen Tweet vom John Müller von Google rausgesucht, wo er sich diesbezüglich geäußert hat. Und im Endeffekt sagt er sinngemäß, das Gesamtbild zählt. Und wenn im Gesamtbild mal ein, zwei schlechte Links drinnen sind, dann ist es halt so, das ist nicht unbedingt ein Problem, solange wir halt nicht irgendwie überwiegend schlechte Links haben. Und Google würde uns normalerweise auch informieren, wenn wir hier ein Problem haben über die Search-Konsole und würde uns mitteilen, dass da ein Problem da liegt und uns auffordern, aktiv zu werden und die schlechten Links entsprechend zu entwerten. So viel mal zum Thema, was ist eigentlich ein schlechter Link? Dann muss man natürlich anschauen, was ist eigentlich ein guter Link? Da wollen wir natürlich am Ende hin. Und ja, hier sind so ein paar Punkte drauf, was gute Links ausmachen können. Was ich immer ganz wichtig finde, ist eine gewisse thematische Relevanz zur eigenen Seite oder zur Seite des Kunden. Also nicht wieder hier Katzenforum verlinkt auf Programmierer, das passt nicht wirklich, sondern eben Programmiererplattform oder Joomla Day verlinkt auf Agentur. Das ist ein Link, der irgendwie thematisch auch Sinn machen würde. Wenn wir natürlich von vertrauenswürdigen Seiten Links bekommen, ist es natürlich mehr wert als von noch nicht so bekannten Seiten. Das heißt, der klassische Link von Wikipedia ist einer, der zum Beispiel viel Vertrauen noch irgendwie hat, auch eine gewisse Seriosität ausstrahlt, auch wenn es natürlich nicht ganz einfach ist, da hinzukommen. Und generell, ich habe ja ein bisschen schon angedeutet, was Google für Richtlinien hat, da sollte man sich natürlich am Ende des Tages auch dran halten.
Das heißt, bei einem Follow-Link sollte eben kein Geld fließen, es sollte auch keine Quelle sein, wo typischerweise Geld fließt. Das wird auch wahrscheinlich in Zukunft vielleicht den einen oder anderen im Netz auch noch erlegen. Wenn ihr denkt, die großen Zeitschriften haben mittlerweile immer Optionen, wo man Artikel veröffentlichen kann mit Verlinkungen, also Fokus, wie sie alle heißen, machen das. Natürlich fließt da Geld und das wird Google irgendwann natürlich auch so erkennen, in den Algorithmus einbauen und schon ist ein scheinbar vielleicht bisher gut gewesener Link schlecht geworden. Also auch da muss man immer ein bisschen mit der Zeit gehen und beobachten, was tut sich am Markt, wie ändert sich Google, um darauf entsprechend reagieren zu können. Kommen wir zu den Beispielen. Ein klassisches Beispiel sind Branchenbücher. Allerdings ist das auch ein durchaus diffiziles Feld. Wer ein bisschen im Netz unterwegs ist, wird vielleicht auf das eine oder andere Branchenbuch schon gestoßen sein. Es gibt mittlerweile hunderte, tausende Branchenbücher und ein Großteil dieser Branchenbücher ist in irgendeiner Form automatisch generiert. Da geht ein Bot durchs Netz und erstellt wilde Verzeichnisse. Das wäre natürlich kein sinnvoller Eintrag. Das heißt, man müsste sich jede einzelne Quelle wirklich anschauen, bewerten und wirklich nur die Branchenbücher raussuchen und die Link, wenn die auch passen. Auch hier das Angebot, wenn ihr eine vollständige Liste haben wollt, wo wir unsere Kunden eintragen, kurze Mail an mich, schicke ich euch zu. Dann habt ihr auch ein bisschen eine Grundlage, die ihr für euch wieder nutzen könnt. Neben den Branchenbüchern macht es natürlich auch Sinn, Social-Media-Plattformen zu bedienen, Empfehlungsportale, Navigations-Apps und so weiter. Das sind alles Quellen, wo man relativ einfach an Links kommen kann. Muss einmal diesen Eintrag machen und ich sage es mal so, die meisten Portale haben ein monetäres Interesse. Das heißt, in der Regel haben die kostenlose und kostenpflichtige Angebote. Aus SEO-Sicht sind in der Regel die kostenlosen ausreichend. Ihr müsst damit rechnen, wenn ihr euch in so ein Branchenbuch eintragt, da kommt schon irgendwann der Anruf vom Vertrieb, ob ihr nicht den super teuren Voodoo-Eintrag haben wollt. Den könnt ihr euch aber sparen. Dann haben wir natürlich den Dienstleister. Das ist immer eine ganz dankbare Geschichte, wenn ihr Dienstleister habt. Die Autovermietung, die Putzfrau, den Gebäudereiniger, keine Ahnung. Dann habt ihr gewisse Druckmittel, den mal zu motivieren, einen Backlink auf euch zu setzen. Ist sicherlich auch nicht verkehrt. Klar, es passt thematisch nicht hundertprozentig, aber trotzdem kann es ein entsprechend guter Link sein, den man hier auch auf jeden Fall mitnehmen kann. Ich habe hier mal ein Beispiel. Das ist eine Texterin, mit der wir zusammenarbeiten. Die hat eine Referenzenseite. Und ich habe mal markiert, da ist noch ein Screenshot unserer alten Webseite drauf. Wie gesagt, ist jetzt hier nicht der super starke Link, aber nichtsdestotrotz, es ist ein Link und auf jeden Fall auch von einer seriösen Quelle und daher auch sicherlich kein Schaden, wenn man den mitnehmen kann. Wie gesagt, Dienstleister kann man ein bisschen leichten, sanften Druck ausüben. Da hat man ganz gute Karten. Ein bisschen anders sieht es aus bei Vertriebspartnern. Wenn man da mit Leuten zusammenarbeitet, da muss man natürlich etwas diplomatischer vorgehen, wenn man Backlink haben will. Aber auch da kann man mal versuchen, Backlink zu generieren. Man muss immer überlegen, ob man gegenseitig Verlinkungen macht oder nur eine Richtung. Wenn man sich gegenseitig verlinkt, ist es immer, ja, es riecht so ein bisschen nach Linktausch. Was schon wieder eine gewisse Gefahr birgt und man bekommt Linkkraft und gibt bei Linkkraft ab, hat man vielleicht nicht unbedingt was gewonnen. Idealerweise geht der Link nur vom Partner auf euch, nicht andersrum. Muss man im Endeffekt aushandeln. Dann natürlich vom Kunden. Wenn der Kunde mit euch zufrieden ist, kann man ja auch darum bitten, ob er in irgendeiner Form einen Backlink auf euch setzen kann. Viele Agenturen machen es ja so, sie setzen den typischen Link im Impressum, erstellt von, schieß mich tot. Kann man auch machen. Ich habe mal ein Beispiel mitgebracht, wie es ein Kunde von uns gemacht hat, was eigentlich nochmal viel schöner ist. Und zwar, der Kunde hat hier eine größere Partnerseite aufgebaut und hat jedem seiner Partner
ja auch so eine kleine Beschreibung eingeräumt, was natürlich wieder den Kontext des Links verstärkt, weil wir haben ein bisschen Text, da ist beschrieben, was wir eigentlich tun. Und das wird natürlich auch von Google entsprechend so wahrgenommen. Und der Link ist auf jeden Fall mehr wert als so ein klassischer Impressum irgendwas Link. Dann haben wir noch die guten Taten, nenne ich es jetzt mal. Es kann jetzt alles Mögliche sein. Ich habe hier mal ein Beispiel mitgebracht. Das ist der Screenshot hier. Das Lied für München. Das ist eine Organisation, die irgendwie ein Lied für die Stadt München finden wollte. Und die sind an uns herangetreten, ob wir nicht ein bisschen SEO für sie machen können. Dann haben wir einen Preis genannt, dann sind die umgefallen und ging ein bisschen hin und her. Und am Ende des Tages haben wir gesagt, okay, wir unterstützen euch, wir wollen auch kein Geld dafür, aber packt doch einen Link auf eure Seite. Und das ist mittlerweile ein sehr, sehr starker Link. Der hat uns jetzt auch schon mehrere Kunden gebracht, die darüber gekommen sind. Also hat sich für uns mehr als gelohnt. Der ist so ein typisches Beispiel, wie man einen Link mit der guten Tat in irgendeiner Form auch erzielen könnte. Anderes Beispiel, ja, klassisch der Joomla Day. Da haben wir auch verschiedene Sponsoren, die diese Veranstaltung unterstützen. Auch hier haben wir natürlich schon wieder eine Backlink gewonnen. Das heißt, auch da kann man sich indirekt einen Link einkaufen. Thematisch passt natürlich perfekt, wenn ihr im Joomla-Umfeld aktiv seid. Ist also auch eine sehr gute Sache. Was man noch machen kann, im Open Source Umfeld, man kann auch da in irgendeiner Form supporten, gerade wenn man als Entwickler aktiv ist, irgendeinen Extension oder Plugin veröffentlichen. Bei dem Beispiel, da gehen die drei Links alle auf die Seite des Entwicklers, wo dann die Doku ist und etc. pp. Oder auch klassisch das GitHub-Profil. Auch da ist eine Verlinkung auf die eigene Seite möglich, ist in dem Fall No-Follow-Link. Aber dafür würde ich jetzt mal sagen, GitHub ist doch eine ganz seriöse Quelle. Das heißt, auch mit so einer Arbeit kann man sich ja, zum einen ein bisschen Reputation aufbauen und zum anderen gleichzeitig auch noch Backlinks gewinnen. Ist also auch eine ganz gute Option. Dann ist natürlich auch nochmal interessant anzuschauen, was macht denn eigentlich die fiese Konkurrenz so? Da habe ich auch wieder einen kleinen Screenshot gemacht, auch wieder aus diesem Link Research Tool. Da habe ich die Möglichkeit zu analysieren, welche Backlinks haben eigentlich meine Konkurrenten. Bekomme dann so eine Liste hier, wie ihr im Screenshot seht. Und diese Links sind auch noch bewertet. Das seht ihr in den Spalten Power und Trust. Steht so ein bisschen für, wie vertrauensvoll ist der Link und wie stark ist der Link. Und dann kann ich auch ein bisschen erkennen, was sind denn die starken Links der Konkurrenten und kann dann schauen, ob ich da auch irgendeine Chance habe, von dieser Quelle auch einen Link zu bekommen. Was Ja, ist das für ein Tool? Link Research Tools. Link Research Tool. Ja. Und erfahrungsgemäß findet man eigentlich immer zumindest mal ein, zwei, drei Backlink-Quellen, wo man sagt, okay, habe ich nicht dran gedacht, da kann ich mich auch in irgendeiner Form reinsetzen. Kann man also auch empfehlen. Was man auch machen kann, das Tool nennt es den Link Choose Thief. Das heißt, ich schaue mir an, wohin verlinkt die Konkurrenz und versuche von diesen Seiten einen Link auf meine Seite zu bekommen. Mit der Idee, dann linkt der Konkurrent ja indirekt auf meine Seite, stärkt mich. Kann auch eine ganz witzige Idee sein, um auch wieder an weitere Links zu kommen. Ja, was es noch geben kann, in irgendeiner Form, wenn man in Vereinen, Verbänden, was auch immer aktiv ist, was man da schaut, dass man eine Verlinkung bekommt. Häufig haben die ja irgendwelche Verzeichnisse der Mitglieder etc., dass man da auf jeden Fall schon mal präsent ist. Eventuell haben die auch die Möglichkeit, dass man mal irgendwie Content liefert, ein News schreibt, einen Beitrag, was auch immer, und darüber eine Verlinkung möglich ist. Was wir noch haben, Pressearbeit im Sinne von Online-Presseportalen. Ja, das ist immer so ein zweischneidiges Schwert. Also wir haben das früher relativ intensiv eingesetzt. Mittlerweile machen wir es nur noch sehr ausgewählt, schlicht und einfach, weil diese typischen Presseportale
aus Sicht von Google sehr stark verloren haben in den letzten Jahren. Also Google hat auch gemerkt, dass halt jeder irgendwas reinschmeißen kann in diese Portale und wahrscheinlich außer der Suchmaschine der Inhalt nicht von so vielen Leuten gelesen wird. Das heißt, da muss ich sehr genau anschauen, welches Presseportal nutze ich denn eigentlich. Und ich habe hier auch mal ein Beispiel oder zwei mitgebracht. Da habe ich mir mal die Sichtbarkeit angeschaut von zwei Presseportalen. Sichtbarkeit ist so eine Metrik, um zu bestimmen, wie präsent ist man denn eigentlich in einer Suchmaschine. Und schwer zu erahnen, beim unteren Presseportal, da sieht man die Entwicklung der Sichtbarkeit, die geht gerade gegen Null. Da macht es wahrscheinlich nicht mehr sonderlich viel Sinn, irgendwas zu veröffentlichen. Im oberen Screenshot ist es OpenPR, das ist so ein ja, Dinosaurier unter den Online-Presseportalen. Die haben immer noch eine hohe Sichtbarkeit, da kann man das nochmal machen. Den Mega-Effekt würde ich mir jetzt nicht davon versprechen, aber er kann zumindest mal eine Methode sein, auch einfach Backlinks zu generieren. Dann haben wir den schönen alten Gastartikel. Macht sich auch immer gut, besonders wenn man es schafft, ihn auf irgendeinem, sagen wir, Branchenportal zu platzieren, wo es einfach wieder thematisch passt. Also bei euch wieder irgendein ja, Programmierer online irgendwas heiße, keine Ahnung, mal da einen Artikel platzieren könnt ihr und Backlink bekommt. Ja, das ist der Jackpot, den man kriegen kann. Ist natürlich mit Arbeit verbunden, das ist vollkommen klar. Aber auch hier von der Denke her, wir machen den Spaß ja auch nicht nur, um Google zu sagen, hallo, ich habe einen Backlink, sondern auch mit der Idee, dass es auch mal ein Mensch liest und vielleicht auch denkt, der Autor hat ja einen coolen Artikel geschrieben, finde ich gut. Das sollte man auch nicht außer Acht lassen. Und ich habe hier mal ein Beispiel, da hat der Kai Spriesersbach, das ist in der SEO so ja, ein bisschen größerer Name, hat auf unserer Seite einen Gastartikel geschrieben. Ist gut für den Kai. Aber auch gut für unsere Seite, weil wir uns ein bisschen mit seinem Namen schmücken können. Und wir können auch davon ausgehen, dass er in seinem Netzwerk auch wieder geteilt hat, dass er einen Artikel bei uns veröffentlicht hat. Und dadurch haben wir auch wieder Backlinks bekommen. Ist also eine Geschichte, wo beide Seiten auf jeden Fall gewonnen haben. Dann haben wir noch klassisch Foren natürlich. Ja, ist so ein bisschen aussterbend, sage ich mal, heutzutage, weil sich viel in Social Media verlagert. Aber es gibt sie schon noch, Fachforen, wo man auch Backlinks bekommen kann. Ist allerdings tatsächlich nicht so trivial, wie man denkt. Was heute eher nicht mehr funktionieren wird, ich hole meinen Account, schreibe irgendeinen sinnlosen Beitrag und fliege auf meine Seite. Das wird normalerweise von Moderatoren relativ schnell wieder entfernt, weil die ja auch wissen, dass es die bösen SEOs gibt, die Backlinks haben wollen. Und die wollen ja nicht, dass die Foren mit, sagen wir, reinem SEO-Content irgendwie befüllt wird. Das heißt, wenn ihr in Foren aktiv werden wollt und Backlinks haben wollt, dann heißt es erstmal aber, das heißt wirklich Fragen beantworten, Fragen stellen, aktiv sein und dann auf die Möglichkeit warten, ob es mal irgendeine Frage kommt, wo ihr dann zufällig eure Seite verlinken könnt, dass es halt wirklich auch passend natürlich ausschaut und dann wird es am Ende funktionieren. Wenn es ein starkes Forum ist, kann es aber wirklich auch einen sehr guten Effekt haben. Und auch hier haben wir wieder die Geschichte, es bringt ja vielleicht auch wirklich auch Leute, nicht nur die Suchmaschine, auch eben Menschen auf eure Seite drauf. Dann haben wir den viralen Content. Ja, auch das klingt immer einfach, ist es am Ende des Tages natürlich nicht. Wenn man es schafft, ist natürlich super. Das heißt, wir erstellen Inhalt, der so super spannend, was auch immer ist, dass er fleißig geteilt wird. Das ist natürlich auch der kleine Lottogewinn, weil wir natürlich sehr, sehr viel Aufmerksamkeit im Netz dadurch bekommen. Und gibt ja schöne Beispiele, keine Ahnung, Edeka kennt ihr vielleicht, hatte irgendwann so ein Weihnachtsvideo, so ein ultra trauriges und es wurde millionenfach angeschaut. Hat mit Edeka gar nichts zu tun eigentlich, aber am Ende kommt zumindest mal Edeka-Logo. Und auch im Bereich Recruiting ist der Edeka, sollte man meinen, ist er eher eine konservative Firma. Müsst ihr mal googeln, es ist sehr interessant, was die für Videos gemacht haben. Kann man machen. Natürlich jetzt die Frage, ja gut, Edeka, ich bin nicht Edeka, wie mache ich das als vielleicht kleineres Unternehmen etc. Auch hier habe ich mal ein Beispiel mitgebracht. Und zwar das Thema Sicherheitsglas. Klingt jetzt erstmal
nicht so spektakulär, eher langweilig, Glashersteller. Und ich habe mal einen Screenshot gemacht vom YouTube-Kanal. Man sieht schon am Headerbild, ja, da wird schon ein bisschen mit Action gearbeitet. Und ich weiß, ob ihr es lesen könnt, so ein bisschen die Aufrufzahlen. Da haben wir schon teilweise über 100.000 Klicks drauf. Das heißt, die haben es geschafft, dieses eigentlich langweilige Thema Sicherheitsglas so darzustellen, dass es echt witzig ist anzuschauen. Es sind teilweise Videos, wo der Geschäftsführer dann irgendwelche Scheiben einschlägt oder es gibt ein Video mit der Kalaschnikow auf das Glas geschossen wird und solche Geschichten. Also sie haben das wirklich ganz spannend gemacht. Ich will damit sagen, da ist einfach Kreativität gefragt. Und das ist Social Media, das heißt, da muss man auch nicht butterernst sein, da kann man auch mal ein bisschen mit Augenzwinkern rangehen. Und das ist genau die Denke, die man da entwickeln muss. Und da hat man zumindest auch mal Chancen, so einen viralen Hit in seiner Nische auch irgendwie zu erreichen. Man kann es natürlich noch ein bisschen pushen durch werbliche Maßnahmen. Auch bei YouTube kann ich Werbung schalten, kann auf mein Video aufmerksam machen, um erstmal so eine gewisse Grundaufmerksamkeit zu erhalten. Das ist auch durchaus denkbar. Ja, was haben wir noch? Den typischen Blog. Das heißt, ich veröffentliche auf meiner Webseite einen hoffentlich hilfreichen Blog zu verschiedenen Themen. Wie kann ich in Joomla A machen? Wie kann ich B machen? Anleitung, irgendwas. Das kann auch sehr positive Effekte haben. Es ist natürlich für Leute, die die Problematik suchen, erstmal natürlich interessant. Und wenn man entsprechend guten Inhalt erzeugt hat, dann hat man hier auch wieder sehr gute Chancen, entsprechend verlinkt zu werden. Ich habe ja mal einen Screenshot mitgebracht aus der Search-Konsole von einem Kunden, der hat einen Blog. Ihr seht ein bisschen, wo die Pfeile sind. Das sind so typische Blogartikel, die er so schreibt, hier mit Barrierefreiheit etc. Und mit dem Pfeilchen markiert seht ihr auch die Zahl der Backlinks. Und da kann man auch davon ausgehen, dass das tendenziell eher seriöse Quellen sind. Wie eben gesagt, jemand irgendwo veröffentlicht hat, hier, ich habe einen coolen Beitrag gefunden zum Thema Barrierefreiheit, schaut euch den auch mal an. Das ist also auch eine sehr, oder kann eine sehr wirkungsvolle Methode sein. Also ich hatte es auch mal im privaten Blog von mir, da habe ich dann gesehen, da wurde dann irgendwie ein Artikel dann in irgendwelche gute Frage, nett und irgendwas wird da von anderen Leuten verlinkt. Perfekt, wenn andere Leute für euch Backlinks setzen. Lotto gewinnen wir da mal. Was auch gut ankommen kann, sind typische Infografiken. Ja, kennen wir wahrscheinlich alle zu irgendwelchen wilden Themen. Gibt mittlerweile auch schöne Tools, wo man sowas erstellen kann. Ist auch Inhalt, der sehr gerne geteilt wird. Zum Thema Shareable Content, also Inhalt, der gern geteilt wird. Habe ich gleich noch ein Beispiel einer Firma, die das sehr gut macht. Nicht erschrecken, aber das ist die Firma Pornhub. Ich gehe davon aus, das kennt wahrscheinlich wieder keiner außer mir. Es ist ein großer ja, Porno, eine große Porno-Plattform. Und ich habe hier mal ein paar Beispiele rausgescreenshottet, was die alles für Aktionen gemacht haben. Einmal hatten sie eine Aktion, die lautete sinngemäß, pro, keine Ahnung, 1000 aufgerufene Videos pflanzen wir einen Baum. Hört man sich fragen, Pornos, Bäume, was für ein Unfug. Und genau das haben sich sehr viele gedacht und jetzt dieser Screenshot mit dieser Linkliste. Und das wurde dann von allerlei Online-Medien zitiert, von Bloggern, aber auch von seriöseren Online-Medien oder auch der Screenshot vom Spiegel. Spiegel Online, da hat die Plattform veröffentlicht, in welchen Ländern welche Kategorien bevorzugt werden oder irgendwie sowas, wo man auch überdenken sollte, wen interessiert das eigentlich? Anscheinend sehr viele Leute. Diese Statistiken haben es, wie gesagt, Spiegel, Süddeutsche, Fokus in alle Medien geschafft, erstaunlicherweise. Und das ist natürlich auch eine Präsenz, das kann man gar nicht einkaufen. Und das soll einfach mal zeigen, was man mit kreativen Ideen auch erreichen kann, auch ein bisschen über den Tellerrand hinaus und durchaus auch mal ein bisschen provokanterer Natur.
Das ist genau das, was gerade im Social Media Bereich sehr gut ankommen kann. Und wie gesagt, ihr könnt immer einen Spaß mal googeln, mal noch Beispiele, gibt es noch eine ganze Reihe mehr. Die sind da echt sehr, sehr kreativ und ja auch sehr erfolgreich damit. Was haben wir noch Schönes? Influencer, ja, kann man auch nutzen, dass die in irgendeiner Form Werbung für ein Produkt oder eine Dienstleistung machen. Muss natürlich immer passen. Auch hier gibt es natürlich kleinere, größere Influencer. Es muss auch thematisch natürlich ein bisschen passen, das ist ganz klar. Ich habe hier mal ein Beispiel von einem Kunden von uns, das ist Gustavo Gusto. Die stellen so Fertigpizzen her, sind ja noch nicht so lange am Markt. Und man sollte ja meinen, Fertigpizzen ist eigentlich schon ein alter Hut, hat man keine Chance mehr. Aber die haben es tatsächlich geschafft, da nochmal Fuß zu fassen und haben mit diesem Luca, also ich kenne den nicht, aber vielleicht jüngere Leute vielleicht, ist auch so ein kleinerer Influencer und haben da einige Videos mit dem gemacht und sowas und hatten da auch ziemlich großen Erfolg und eine ziemlich große, ja, Sichtbarkeit dadurch. Also auch das ist nicht ganz abwegig. Ja. Pizzen sind aber auch sehr. Ja, das stimmt. Muss man ihn lassen. Ja, für Fertigpizzen aus eigener Erfahrung muss man sagen, ist das super. Wir haben natürlich den Vorteil, wir kriegen ab und zu Lieferungen von denen, so einen ganzen Berg immer. Das ist immer sehr gut, wenn man sowas als Kunden hat. Ja, von daher, auch so kann man arbeiten. Was habe ich noch dabei? Zwei Quick-Backlinks, wo man relativ einfach keine super geilen Backlinks, aber zumindest Backlinks bekommen kann. Grimm.com, wenn man mal eine Arbeit geschrieben hat, Seminararbeit oder ähnliches, kann man sich da ein Autorenprofil holen, kann das entsprechend auch hochladen, hat dadurch eine Verlinkung erreicht. Noch einfacher ist der Website-Carbon-Test. Das ist so ein Tool, da kann man den CO2-Ausstoß der eigenen Website mal testen und kriegt da so eine Einstufung und das Ergebnis bleibt erhalten und Google kann das auslesen und schon hat man einen durch den simplen, einfachen Test einen, kein super Backlink, aber zumindest einen Backlink erreicht. Kann also auch sehr interessant sein. Gut, was haben wir noch? Wenn ich dann Backlinks oder eine Seite habe, man sollte permanent sein Backlink-Profil im Auge haben. Zum einen, wir wissen, Google entwickelt sich weiter, das heißt, das, was heute ein guter Backlink ist, muss es morgen nicht noch sein. Und ist natürlich immer auch die Frage, was kriegt man eigentlich für Backlinks? Und darf auch eins nicht vergessen, auch die Konkurrenz kann Backlinks auf euch setzen. Also wenn man jetzt hier ein bisschen Blackhead-SEO machen würde, also negative SEO mit der Idee, jemanden im Netz schlecht zu machen, gehe ich wieder auf meine Fiverr-Plattform und kaufe 20 € 1000 Backlinks aus was auch immer irgendwo her auf meinen Konkurrenten. Und das könnte für den tatsächlich bei Google schädlich sein. Das heißt, ihr könnt den Rankings verlieren, könnt ihr eventuell im Extremfall rausfliegen. Und sowas kann man nur verhindern, indem wir eben regelmäßig das Backlink-Profil analysieren und prüfen, ob da irgendwas dabei ist, was kritisch ist, was wir im Zweifelsfall entwerten müssen. Ja, Fazit: generell der Einfluss von Backlinks ist rückläufig und wird auch wahrscheinlich weiter an Bedeutung verlieren, einfach weil Google mittlerweile ganz andere Methoden hat, die Qualität eines Inhalts zu bewerten. Wir sind ja mittlerweile schon so weit, dass Google Sprache oder geschriebenen Text wirklich inhaltlich verstehen kann und auch analysieren kann, ob dieser Text jetzt inhaltlich wertvoll ist. Google ist dabei zu versuchen zu erkennen, ob ein Text von künstlicher Intelligenz geschrieben worden ist oder von Menschen geschrieben worden ist. Dieses Level haben wir schon und natürlich in so einem Kontext sind Backlinks nicht mehr so relevant wie jetzt vor 10, 15, 20 Jahren. Nichtsdestotrotz, es ist noch ein Ranking-Faktor definitiv. Und neben dem Ranking an sich, was ich vorhin auch schon gesagt hatte, wir kriegen über Backlinks ja auch direkt Besucher auf unserer Website idealerweise. Und wir machen es ja nicht nur für Google. Wer sich mit dem ganzen Thema Backlink-Building beschäftigt, der sollte zumindest mal einen Blick in diese Qualitätsrichtlinien von Google reinwerfen, um da so ein bisschen eine Idee zu bekommen, was Google eben für gut hält und nicht so für gut hält.
damit man da nicht versehentlich in irgendeine wilde Falle reintappt und sich am Ende dann Arbeit macht und sich selbst schadet, wäre natürlich der blödste Fall. Ja, das wäre mal zum Thema Backlink Building. Ganz kurz noch, wir suchen aktuell einen Joomla-Programmierer im Bereich Region München. Wer sich hier angesprochen fühlt, ich habe hier Kontaktdaten vom Ansprechpartner hingeschrieben, gerne bei ihm melden. Den würden meine Kunden von uns weitervermitteln. Genau, ansonsten wäre ich durch. Wir haben noch ein paar Minuten, wenn ihr noch Fragen habt, habt ihr jetzt die Chance. Heißt alles, was ihr wissen wollt. Genau. Frage. Von den typischen Impressums-Link, aber ist das nicht, wenn das von Kundenseiten ist, dann sind das ja komplett andere Themen normalerweise. Ja. Aber da ist dann die Idee, das einfach über so einen Partner Geschichten zu machen. Ja, da ist es tatsächlich besser, wenn der Kunde Partner auf Netzwerk oder Partnerseite aufbaut und ein bisschen beschreibt, was macht der Partner eigentlich. Da haben wir ein bisschen Kontext hergestellt. Es passt natürlich nicht hundertprozentig, aber auch da gilt, wir müssen aber das Gesamtlinkprofil betrachten. Und es ist irgendwie auch natürlich, dass man eben Backlinks von Quellen bekommt, die halt nicht hundertprozentig passen. Von daher ist es auch immer noch ein nützlicher Link. Ist Google nicht schlau genug zu erkennen, dass die sich gegenseitig erfinden und ich sage, dass die stehen in einem Vertrag im Verhältnis zueinander Ja, und sagen dann, wenn's. okay, ist gut. Ja, tatsächlich, wenn man sich nur gegenseitig verlinkt, ist es tatsächlich nicht ganz unproblematisch, ja. Da muss man auch tatsächlich aufpassen. Eventuell tatsächlich mit nur Follow-Links arbeiten, dann ist man safe. Aber ist natürlich der Link auch nicht so viel wert. Weitere Fragen? Zwei Sachen. Also, es geht ja um betreuende Webseite, also so im wissenschaftlichen Bereich. Und wir kriegen natürlich auch immer wieder Anfragen, ob man dann so sich einkaufen könnte oder so, was die immer sehr spannend finden. Das wäre ja so ein Hinweis. Das zweite ist, dass andere anzuschreiben und nach Backlink zu fragen, die man nicht kennt, ist das wirklich den Aufwand wert? Das ist ja voll mühsam. Ja, das ist tatsächlich eine Frage. Also ich kenne es selber, wenn man irgendeinen Blog oder eine Seite hat, diese typischen Anfragen, wir wollen einen tollen Gastartikel erstellen und brauchen nur einen Link von euch. Ja, ob der Gastartikel wirklich so toll ist, ist dann die Frage. Also ich würde es, glaube ich, selber nicht machen, sowas anzunehmen. Die andere Richtung, es kommt auf die Plattform drauf an. Wenn das jetzt irgendeine unbedeutende kleine Seite ist, ja, ob es sich da lohnt, den Aufwand zu betreiben, ist halt dahingestellt. Aber wenn es jetzt, nehmen wir irgendein Fachportal ist und ich schreibe die an und sage, hier, ich habe einen coolen Artikel zum Thema X, wollte den veröffentlichen, dann haben wir einen coolen Kontext, eine coole Quelle. Da kann sich der Aufwand schon wieder lohnen tatsächlich. Ja. Noch eine Frage, also es gibt ja auch so SEO-Agenturen, die dann anbieten, na, wir besorgen euch so und so viele Backlinks. Und die haben sich dann aber, nehme ich mal an, tatsächlich eigene Seiten auch aufgebaut. Ist das so? Also Ja, ja. das gibt es tatsächlich schon auch, dass die jetzt so kleine Portale oder irgendwas aufgebaut haben und da Verlinkungen setzen. Solche Angebote sind natürlich ja immer so ein bisschen schwierig. Also da müsste man tatsächlich mal auf den Preis schauen, was wollen die für sowas haben. Und wenn man dann halt 100 Links für 100 Euro bekommt, dann brauchen wir drüber reden, das wird wahrscheinlich nichts gescheit sein. Es kann auch irgendwas, also ein bisschen mehr zahlt und dafür weniger Links bekommt, kann es schon was Gutes sein. Ist aber so ein Fall, wo ich immer im Einzelfall anschauen würde, was die denn oder von wo die wirklich verlinken wollen. Nur so generell kriegt ein paar Links und ohne weitere Angaben klingt jetzt nicht so seriös für mich. Keine Fragen mehr. Na gut, dann haben wir es geschafft. Ihr habt ihr hoffentlich ein bisschen was mitnehmen können. Und ja, noch viel Spaß bei den anderen Vorträgen.